Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Einwohner der Stadt Salzwedel, Mitarbeiter der Salzwedler Medienlandschaft, ich begrüße Sie herzlich zur 31. Sitzung des Stadtrates in dieser Wahlperiode. Stelle die ordnungsgemäße Ladung fest, sowie die zahlenmäßige Anwesenheit der Stadtratsmitglieder. Von 37 Stimmberechtigten sind 29 anwesend. Damit sind wir beschlussfähig. Wir kommen zum Punkt 2 der Tagesordnung. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung. Gibt es Änderungsanträge zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir ab. Wer mit der feststehenden Tagesordnung einverstanden ist, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenprobe. Stimmenthaltung. Damit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Wir kommen zum Punkt 3 der Tagesordnung, Einwohnerfragestunde. Gibt es Anfragen? Herr Bothe. Herr Bothe, wir haben Mikrofon. Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender, werte Bürgermeisterin, liebe Abgeordnete. Vor 10 Jahren hat sich der Sport erfolgreich an die Stadt gewandt und um Hilfe gebeten zur Bereitstellung eines Raumes für eine ständige Sportausstellung. Aufgrund der zunehmenden Geburten konnte die Lessing-Schule diesen Raum nicht länger für uns bereithalten und deshalb mussten wir ausziehen. Ich stelle heute hier wieder den Hilferuf zu Ihnen und bitte Sie, mit uns gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir eine Räumlichkeit bekommen, um unsere ständige Sportausstellung hier in unserer Kreisstadt wieder etablieren zu können. Danke, Herr Bothe. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich den Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4. Einwendung gegen die Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 2.5.2018. Gibt es dazu Einwendungen? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über die Niederschrift ab. Wer mit der Niederschrift der Sitzung des Stadtrats vom 2.5. einverstanden ist, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenprobe. Stimmenthaltung. Eine Stimmenthaltung. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Bericht der Bürgermeisterin. Bevor ich zum Bericht komme, möchte ich noch einen Jubilar gratulieren. Unser Stadtratsvorsitzender ist nämlich 60 geworden. Und dann denke ich mal, gratuliere ich unter aller Namen. Ich wünsche ihm viel Gesundheit, weiterhin eine glückliche Hand und auch eine weitere gute Zusammenarbeit. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte, sachkundige Einwohner, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sehr geehrte Medienvertreter. An dieser Stelle gehe ich nochmal auf das Hansefest am Monatsbeginn ein. Es ist uns mit vielen helfenden Händen gelungen, ein Stadtfest auf die Beine zu stellen, das das Thema Hanse wiederbelebt. Eine Idee war dabei, dass die Händler während des Stadtfestes ihre Schaufenster dekorieren würden. Daher wurden gemeinsam mit der Werbegemeinschaft die Händler dazu aufgerufen, das schönste Hanse-Schaufenster zu gestalten. Es ist mir durchaus klar, dass derartige Aktionen einigen Aufwand für die Händler bedeuten. Aus diesem Grund hat es mich sehr gefreut, dass sich zahlreiche Unternehmen beteiligt haben. 24 Innenstadthändler haben ihre Schaufenster dekoriert. Selten ist mir und den Jurymitgliedern eine Entscheidung so schwer gefallen wie die, das beste Hanse-Schaufenster zu küren. Ich möchte noch einmal erwähnen, dass wir uns für 2 erste Plätze, 2 zweite und 2 dritte entschieden haben. Die ersten beiden Plätze ist City Classic, nein, Style und der Holzwurm. Die beiden zweiten Preise Augenoptik Apel. Dann war Jeanette,
ist ein Bekleidungsladen. Und die beiden dritten Preise, Mode Weiland und der kleine Laden, wie heißt der? Nefe, ganz kleine Nefe. Das ist hinten am Lohteich. Sehr schön gemacht und alles mit sehr viel Aufwand und auch mit ganz viel Liebe, sodass es eben diese Preise zweimal gab, weil wir uns einfach nicht entscheiden konnten. Ich war begeistert, wie gemeinsam und ohne viel drumherum angepackt wurde, weil ich gesehen habe, mit wie viel Freude und Ehrgeiz sich an der Aktion beteiligt wurde. Wir sind wirklich durch die Straßen gegangen und haben gesehen, wie dekoriert wurde an verschiedenen Tagen, sodass man an dem Tag, als die Jury rumging, dass man da fertig war. Das ist der Geist, den wir benötigen, den wir fördern und möchten. Ich danke hiermit nochmals öffentlich und mit Nachdruck all jenen, die mitgemacht haben. Nicht zu vergessen natürlich den Markthändlern, den Schaustellern, einfach allen, die angepackt haben. Ob nun auf der Bühne davor oder auch dahinter, es sind viele Hände notwendig, um solch ein Fest auszurichten. Wir erinnern uns, wir haben es als erstes das erste Jahr wieder einmal selbst in die Hand genommen. Als Bürgermeisterin der Hansestadt Salzwedel hoffe ich sehr, dass wir diese Motivation auch in das nächste Jahr transportieren können. Stichwort gemeinsam. Wir müssen zusammenhalten, um die vor uns liegenden Aufgaben zu bewältigen. Und das mehr denn je. Der aktuelle Haushalt für 2018 ist genehmigt worden. Das ist eine gute Nachricht. Doch sollte dabei nicht vergessen werden, dass wir im kommenden Jahr noch nicht aus dem Gröbsten heraus sind. Es werden viele Anstrengungen nötig sein, um die freiwilligen Leistungen auch weiterhin in diesem Maße aufrechtzuerhalten. Es sind diese Dinge, die eine Stadt lebens- und liebenswert machen. Ich benötige Ihre Mitarbeit, Ihre Hinweise und auch Ihr Verständnis, meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, um die vor uns stehenden Aufgaben bewältigen zu können. Die Haushaltsplanung für 2019 hat bereits begonnen. Der Landesgesetzgeber beabsichtigt eine Verschärfung der Regularien für den Haushaltsausgleich durch Änderungen im Kommunalverfassungsgesetz unseres Landes. Bei der Bemessung der Kreisumlage sind seit 2017 die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und die Steuerkraftzahlen des Vorvorjahres maßgeblich. Insofern wirken sich die Steuerkraft und die Höhe der Schlüsselzuweisungen unmittelbar auf die Höhe der Kreisumlage aus. Wir erinnern uns, zuvor war das Vorvorjahr, was zugrunde gelegt wurde. Das bedeutet für uns als Stadt, dass wir durch die sinkende Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung an uns und die steigende Entwicklung der Kreisumlage, die wir abführen müssen, finanziell stärker belastet werden. Das sind ungünstige Rahmenbedingungen für uns. Ich erinnere an dieser Stelle weiterhin daran, dass im Zuge der Weiterentwicklung des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt eine wesentliche Änderung in Kraft treten wird. Ortschaften mit bis zu 300 Einwohnern wird es dann ermöglicht, hinsichtlich der Ortschaftsvertretung zwischen einem Ortschaftsrat oder einem Ortsvorsteher wählen zu können. Nun haben wir in unseren Ortsteilen größtenteils einen Ortschaftsrat. Dennoch ist es, wie gesagt, nach Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes möglich, einen Ortsvorsteher zu wählen, beispielsweise wenn nicht genügend Kandidaten für einen Ortschaftsrat aufgestellt werden können. Eine Veränderung, die ich als Bürgermeisterin der Hansestadt Salzwedel natürlich sehr begrüße. Wir müssen dafür sorgen, dass das ehrenamtliche Engagement, aber auch die Identifikation mit dem jeweiligen Ort und der Nachbarschaft erhalten bleibt und gestärkt wird. Es war hier von lebens- und liebenswerten Aktionen in unserer Hansestadt die Rede. Am heutigen Mittwoch ist das sehr beliebte Weinfest gestartet. Im Burggarten wird bis zum Wochenende allerlei geboten, ob nun Weine oder Live-Musik. Ein lobenswertes Engagement der Stadtgeister, dem hoffentlich mit regem Besucherinteresse gedankt wird. Jedes Jahr zeigt ebenfalls der PSV Salzwedel viel Einsatz beim Streetballturnier auf dem Marktplatz. Jedermann kann am kommenden Sonntag, am 23. Juni, auf dem Platz vor dem Bürgercenter mitspielen oder die Teilnehmer anfeuern. Es ist eine tolle Sache, was bei diesen und anderen Veranstaltungen in Salzwedel ehrenamtlich und mit viel Elan auf die Beine gestellt wird. Und weil ich gerade beim Wochenende bin, vom 21. bis 24. Juni findet in Rostock der Internationale Hansetag statt.
Ich werde unsere Hansestadt dort vertreten und hoffe auf viele interessante Gespräche. Neben den Fachtagungen sind natürlich auch Treffen mit anderen Hansestädten geplant. Die Vertreter der Gast- und Partnerstädte, die beim Salzwedeler Hansefest dabei waren, haben übrigens ihre Freude und Gratulation für das schöne Fest in unserer Stadt übermitteln lassen. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten wir nachher nicht mehr ins Gespräch kommen, wünsche ich Ihnen schönen Urlaub, schöne Ferien und dass wir uns mit neuem Elan uns dann wiedersehen zur neuen Legislatur. Vielen Dank. Ich danke der Bürgermeisterin für ihren Bericht. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Stellungnahmen der Fraktionen des Stadtrates. Gibt es dazu Stellungnahmen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten Beschlüsse. Keine Beschlüsse. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Vorlage 384/2018, Grundstücksübertragung im Rahmen der Liquidation von der Jeze Landschaftssanierung GmbH an die Hansestadt Salzwedel und Beendigung der Liquidation zum 30. Juni 2018. Gibt es dazu Anfragen? Ja, Herr Schlickau. Ja, eine Anfrage habe ich dazu mal. Die Liquidationspapiere lagen ja nun ein Jahr lang im sogenannten Sperrjahr, um Gläubigern die Möglichkeit zu geben, da Anträge zu stellen. Und da wäre also die Frage, sind da Forderungen gestellt worden? Und wenn ja, sind die strittig gewesen? Es waren keine Verbindlichkeiten da, weder gegenüber Kreditinstituten noch sonst. Es war nichts da. Wann ist nicht strittig. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer mit der Beschlussvorlage 384/2018 einverstanden ist, bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimme, Enthaltung? Der Beschluss einstimmig angenommen. Wir kommen zum Punkt 9, Anfragen und Anregungen. Gibt es Anfragen und Anregungen? Herr Schlickau? Ich habe mal eine Anfrage und Anregung gleichzeitig zu Antwort. Und zwar geht es mal nochmal um die 71 Schüttelsbad Briez. Da wurde vor einem Jahr die Fahrbahn erneuert und am Rand wurde so ein Dreieck aufgebracht, um praktisch zu verhindern, dass das abfließendes schnelles Regenwasser dort den Boden mitnimmt und da Erdreich irgendwo Wind bekommt. Aber nach einem Jahr ist es so, dass es der Boden wieder als gelagerter, fester Boden gilt. Also ein Jahr ist das jetzt her. Und ich bin der Meinung auch, dass diese Anwuchsphase da jetzt mit beendet ist. Und wenn der Motorradfahrer mal reinkommt, ich weiß nicht, ob das zur Fahrbahn noch zugehört, aber auf jeden Fall hat er schlechte Karten dann und deswegen vielleicht mal hinschreiben nach Stendal, ob sie das mal überprüfen können und wegnehmen können. Herr Hund? Ich denke, die meisten der Stadträtinnen und Stadträte haben ja in den letzten oder in der letzten Woche die Selbstanzeige des Seehäuser Bürgermeisters bezüglich des Eichenprozessionsspinners gelesen. Gibt es bei uns in der Stadt Erkenntnisse über den Eichenprozessionsspinner? Ist er verbreitet? Ist er nicht da? Wie sieht es da aus? Nicht, dass Sie sich auch noch anzeigen lassen. Nö, muss ich nicht, weil ja Salzwedel nach wie vor nicht so belastet ist wie der Elberadweg dort in Seehausen. Im Übrigen hat die, also für uns ist das nicht so, also nicht so gravierend, sodass man, wie gesagt, da große Angst haben müsste. Das heißt aber nicht, dass das im nächsten Jahr nicht wieder kommen kann mit einer Population oder was. Also dann müssen wir natürlich auch handeln und man bekämpft den Eichenprozessionsspinner im Mai. So, und jetzt hat die, ja, lassen wir mal zu Ende. Jetzt hat die Landesregierung auf die Selbstanzeige auch reagiert. Sie stellt ab jetzt Mittel für die Bekämpfung zur Verfügung, geht aber in 18 nicht, weil das nur im Mai geht. Und ansonsten kann man die in Anspruch nehmen, wenn denn, glaube ich, 5 Euro pro Einwohner überschritten sind. Da kommt keine Kommune hin. Erst dann wird gefördert. Aber sind denn befallene Bäume bekannt hier bei uns im Stadtgebiet? Ich habe keine Ahnung. Herr Hensel? Frau Jesper, ja? Also wir hatten jetzt eine
Informationen bekommen, einen Bereich, wo auch Schüler und Kindergartenkinder unterwegs sind, wo wir reagiert haben. Und ansonsten haben wir erstmal keine weiteren Informationen. Die Bereiche, die auch in der Vergangenheit als Straßenzüge bekannt sind, außerorts, werden nochmal kontrolliert. Ich weiß, bei einem Bereich wollten wir dann auch entsprechend Warnschilder aufstellen, weil es eben außerhalb der Ortslage ist. Aber ansonsten haben wir erstmal keine Informationen bekommen. Herr Heiser? Ja, meine erste Frage ist an sich, der Durchführung, habe ich im letzten Beitrag schon gefragt, der Veränderung des Stellplatzes ist der Container. Jetzt haben wir vom Raum Rasen zu legen, glaube ich, oder ähnliches. Dann müsste eigentlich die Zeit dran sein, der Haushalt ist bestätigt, dass das auch realisiert wird mit der Veränderung des Stellplatzes der Container, Plattcontainer. Ist jetzt nichts passiert? Meine zweite Frage ist, glaube ich, schon ausgehend von der ersten Andeutung, kein Rasen zu mähen ist, bin ich trotzdem der Meinung, dann ist richtig, dass der nicht bewässert wird. Aber was wir bewässern müssen, und andere Städte rufen sogar die Anwohner damit mit zur Hilfe auf, sind unsere Jungbäume. Am Malungsstürmen sterben uns die Linden weg. Da steht einer in vollen Trocken, der ist vielleicht 5 Jahre alt. Das auch größeres Holz ist gegenwärtig schon bedroht. Du schreibst der Kreistag oder der Kreis auch in einer Mail, dass man da umgehend reagieren muss. Das Holz ist weg, eine Blume auf dem Kreisverkehrsplatz, die pflanzt man nächstes Jahr wieder neu. Aber die Bäume müssen bewässert werden und dazu ist jetzt allerhöchste Zeit. Das muss getan werden. Frau Hartwig? Ja, die Fahrwerkstraße, das ist die Wollwebenstraße. Lothar, darf ich gerade mal meine Baumseiterin fragen? Frau Hartwig? Da stimme ich dem Herrn Heiser zu. Wir sind dabei, seit 14 Tagen die Jungbaumpflege und einschließlich auch Wässerung. Das haben wir im Auge. Das sind nicht nur die am Bahnhof, es ist im Rathaustor, um Platz und. Ja? Also das ist auch planmäßig, ist das von uns eingetaktet. Und zum Containerplatz, Lothar nochmal, der Haushalt ist vor 2 Wochen genehmigt worden, wir können nicht alles in 2 Wochen schaffen. Also das wird natürlich umgesetzt alles, ne? Herr Rahne. Ich habe erstmal eine Anregung und dann noch eine Frage. Die Anregung, die Öffnung des Freibades in diesem Jahr war sicherlich sehr unglücklich. Ich beziehe mich da gar nicht auf das Wetter, aber es wurde aufgemacht, als die Ferienzeit der Kinder vorbei war. Vielleicht könnte man in den Folgejahren mal darauf achten, wann die Ferienzeit, Pfingstferien anfangen, dass man dann doch auch dahingehend das Bad soweit fertig hat. Das halte ich für eine durchaus sinnvolle Angelegenheit. Und die Frage ist, wer oder wie wird kassiert bei den Campern, die an der Badeanstalt sind? Diese Frage wurde an mich herangetragen, gebe ich hier einfach mal weiter. Nehmen wir auf. Weitere Anfragen. Herr Heiser. Ich habe noch eine Frage. Die ist ja im Monat, dort ist September, soll der Böckstädter Weg wünschig gelacht kriegen, das Vorarbeiten, das sollen gemacht werden und jetzt wir im Moment des Kreistages. Was auf keinen Fall so bleiben kann, sind die Radwege. Die Radwege sind einfach nicht mehr als Fahrradfahrer, als sicherer Weg zu nutzen. Die sind fix und fertig, die Bäume haben die Fundamente, haben diese gegossenen Betonplatten dermaßen demoliert, dass man da und die Radfahrer fahren da und die Polizeibeamten sind in der Pflicht, den Radfahrer auf den Radweg zu zwingen, weil er ja beschildert ist. Du hast eine Pflicht, den Radweg zu benutzen und das ist ein unhaltbarer Zustand. Da muss, wenn das kritisch wird, die Kreisstraße, dann muss da Veränderungen geschaffen werden. Das heißt, der Radweg, das Schild muss weg. Herr Heiser, ich habe das auch beim Lesen der Protokolle noch im Gedächtnis, dass das mehrfach im Verkehrsausschuss und im Bauausschuss besprochen wurde. Aber Frau Hartwig kann gern noch mal eine Antwort darauf geben. Es ist korrekt, was die Bürgermeisterin sagt. Wir haben mit dem Altmarkkreis mehrere Beratungen gehabt zu dem gesamten Vorhaben, weil wir verschiedene Trägerschaften sind. Und jeder macht sein Part und der Altmarktkreis Salzwedel, der wird auch den Radweg speziell vor dem Friedhof reparieren. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind die Straßenlampen sind schon gesetzt und repariert.
sage ich jetzt mal, der Gehweg ist runter, der wird auch repariert. Also das ist jetzt das große Stück, jetzt werden die repariert, was die Hansestadt Salzwedel macht, Regeneinläufe. Also dieses, die Aufgabenteilung ist genau fixiert und ich habe auch schon mehrfach darüber informiert, was jeder oder wie die gesamte Übergabe zu zum 1.1. zu erfolgen hat. Ja? Gibt es weitere Anfragen, Anregungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich an dieser Stelle den öffentlichen Teil der heutigen Sitzung.